So, herzlich willkommen aus Taichung. Yeah, es geht wieder weiter mit Taiwan-Abenteuer. Es sind jetzt 2 Tage in Taichung. Unser erster Stopp ist jetzt das Rainbow Village. Das ist eine Touristenattraktion. Und genau, da gehen wir mal kurz mal hin und gehen mal ins Rainbow Village und schauen uns einmal die schönen bemalten Gebäude an. Also kommt mit, wird richtig cool. Sieht man hier, Rainbow Village wird noch hier schön erhalten aus der alten Zeit, und außenrum entstehen überall da neue Wolkenkratzer. So, hinter mir ist jetzt das Taichung Nationaltheater. Imposantes Gebäude, und da stürzen wir jetzt mal ein bisschen rein und schauen uns mal ein bisschen um jetzt. Nachdem Rainbow Village war so cool, und deswegen machen wir noch mal kurz einen Sightseer-Stop hier, Nationaltheater. Also, auf geht's, gehen wir rein. Auf dem 6. Stock im Sky Garden, quasi auf dem Dach ist hier ein Garten angelegt, und kann man hier ein bisschen rüberlaufen und die Innenstadt begutachten. Sehr cool. So, jetzt nochmal die obligatorische Roomtour unseres Hotelzimmers. Ich stehe hier gerade kurz im Eingangsbereich hier. Und links haben wir hier ein Bad. Ja, alles ziemlich neu hier. Dusche, Toilette, Waschtisch, Ablage für die Handtücher. Dann haben wir hier hinter der Tür eine kleine Garderobe. Dann haben wir hier rechts den Sicherungskasten, den wir nicht gebraucht haben natürlich. Dann haben wir hier einen Fernseher gegenüber dem Bett, einen Kühlschrank, Schreibtisch, und hier haben wir ein Dreierbett. Wir haben ein Drei-Mann-Zimmer bzw. ein Familienzimmer gebucht. Und im Endeffekt war es das auch schon, bis hier noch auf diese kleine Nische. Kann man hier aufmachen. Wir wissen nicht genau, für was das hier gut ist, aber wir haben hier unsere Stinkeschuhe hier deponiert. So ein kleiner Balkon oder für die Wäsche, wenn man was wäscht und aufhängt über Nacht, dafür geeignet, weil hier noch ein Abfluss ist da hinten und hier ein Wasserhahn, da kann man noch was waschen. Genau. Und ansonsten, ja, Luis, du willst jetzt auch da rein, ne? Ja, ne? Genau, und ansonsten war es das auch schon.
Wir haben jetzt für die Nacht, das war richtig günstig, auf Booking.com haben wir 39 Euro bezahlt. Was eigentlich eine Lachnummer ist, wie günstig das ist, wenn man den Service, Reinigung, alles mit betrachtet. Aber Luis, na, haben wir Glück gehabt. Genau. Jetzt machen wir uns fertig. Und dann geht's weiter in Taichung, zweiter Tag. Wollen wir ans Meer fahren. Genau. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt bin ich heute bei der Freundin von der Sophia und jetzt helfen wir im Kaffee-Business. Und wir tun jetzt hier den gerösteten und gemahlenen Kaffee einpacken. Da packen wir quasi den in fertige Portionen für eine Tasse. Eine Packung wird verkauft für 35 Taiwan-Dollar, also umgerechnet einen Euro. Hat sie mir erzählt. Und sind immer genau 10 Gramm. Und gibt es hier diese Beutel, Kaffeebeutel. Genau. Und dann füllen wir hier von dieser Waage 10 Gramm auf den Löffel und packen ihnen quasi den Kaffee hier ein. So, und der zweite Arbeitsschritt ist hier dieses Laminiergerät oder Schweißgerät, wo man dann quasi hier diese Öffnung hier mit versiegelt. Und stellt man hier auf, genau, auf die 2. Dann schaut man hier, dass das ein bisschen oben über open ist. Und dann geht runter. Und das Licht ist aus. Und jetzt ist es hier verschweißt. Eine perfekte Naht. Das ist der zweite Arbeitsschritt. Und der dritte folgt zugleich. Also der letzte Arbeitsschritt ist hier quasi jetzt den abgepackten Teebeutel jetzt in diese Umverpackung reinzutun und dann hier auch im gleichen Schweißgerät zu verschweißen. Das werden wir jetzt hier tun. Gehen hier einmal rein, das Ganze. So. Jetzt schauen wir, dass das dann so passt. Dann ist es hier perfekt verschweißt und kann jetzt dann gleich in die Packung rein. Sehr gut. Jetzt haben wir 10 Packungen in so einen Karton abgefüllt. Und jetzt tun wir noch hier das Etikett aufdrucken, wie lange das Ganze haltbar ist. Und dann gibt es hier einen Etikettendrucker, der mit der App verbunden ist vom Handy. Und dann kann man hier voreinstellen, welche Etiketten man drucken möchte. Und dann wird das Ganze hier drahtlos übertragen und dann kommt es hier gleich raus. In Taichung sind wir jetzt nochmal hier an einem berühmten Sightseeing-Punkt und schauen uns jetzt hier nochmal den Sonnenuntergang an und dann packen wir es wieder und fahren nach Hause. Auf jeden Fall, ja, laufen wir jetzt noch ein bisschen auf dem Steg hier rum mit den ganz vielen Leuten hier und genau, lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Thank you.